Hallo zusammen, hier ist der Dr. Berg von Dr. Berg Tiernahrung und heute geht es um keine spezielle Frage, sondern es geht um Fragen ganz allgemein. Viele Leute da draußen haben zur Fütterung ihrer Tiere, sei es Hund oder Katze, viele Fragen. Das verstehe ich, ist ganz einleuchtend und dass man da auch antworten möchte. Aber welche Antworten man bekommt, welche Informationen man zur Beantwortung dieser Frage hernimmt, Quellenbewertung, also welchen Quellen kann ich trauen und welchen nicht, darum soll es heute gehen. Und dazu als erstes ein Beispiel. Gestern hat jemand angerufen bei mir und hat gesagt, hey, ich fütter euer Futter, Lamm und Kartoffel. Da geht es nicht um unser Futter jetzt. Ja, es ist völlig wurscht. Auf jeden Fall sind da Kartoffeln drin. Und gestern war es so, ja, ich fütter euer Futter eben. Und dem Hund geht es super, dem schmeckt es, der hat wieder zugenommen, der hatte vorher irgendwie ein paar Kilo zu wenig. Ist ein großer Hund und jetzt ist es ja so, das war dann so die Aussage, jetzt ist es ja so, dass Kartoffeln ein Füllstoff sind. Und dann sage ich so, wer sagt das? Und dann sagt sie, ja, für Hunde ist es ein Füllstoff. Dann sage ich, ja, das habe ich schon verstanden. Kartoffeln sind ein Füllstoff für Hunde. Ja, genau, sage ich, und wer sagt das? Ja, das habe ich im Internet gelesen. Ja, also, das Internet ist ganz, ganz toll. Es ist ganz wichtig, dass es das gibt. Und da findet weniger Zensur statt oder zumindest potenziell. Und auch Ideen, die vielleicht unbequem sind oder nicht so, die keine breite Basis haben, ja, können irgendwie verbreitet werden, können veröffentlicht werden und man kann, das macht das Leben in meinen Augen bunter. Ja, jeder kann irgendwie seinen Senf dazugeben. Aber die Kehrseite dieser Medaille ist, dass eben genau, das ist also das, was das Positive daran ist, ist auch gleichzeitig negativ oder kann negativ sein. Jeder kann irgendeinen Schmarrn erzählen. Jeder kann irgendwas schreiben auf irgendeiner Seite, seinen Senf irgendwie dazugeben, ob er Ahnung hat davon oder nicht. Und alleine die Aussage, das ist kein Vorwurf, ja, ich kann das wirklich gut verstehen, dass man eben Fragen hat und antworten möchte. Aber das stand irgendwo im Internet. Im Internet steht alles, alles. Ja? Und da wieder, ich hatte da schon mal irgendwie einen Blogbeitrag gemacht, vielleicht können wir da irgendwie einen Link irgendwie dazu posten auch noch. Getreidehaltiges Futter steht im Verruf. Ja? Getreidefreiheit, also das Futter muss immer ohne Getreide sein, sonst ist es nicht gut. Das ist ja so die allgemeine Meinung oder zumindest die sehr stark verbreitet wird. Und da habe ich eben einen Beitrag zu gemacht, dass das nicht stimmt. Und zwar, das Getreide ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass früher ganz viel Getreide reingemacht wurde und sonst nicht viel anderes. Keine wichtigen, hochwertigen Sachen, die da auch noch reingehören in gutes Futter. Und das ist eher das Problem. Also nicht, dass das Getreide drin ist, sondern das, was nicht drin ist. Und bei den Kartoffeln ist es ganz genauso. Ja, es gibt Futter, da kaufe ich quasi eine Kartoffel, eine getrocknete. Gut, das ist dann ein Füllstoff. Ja, das ist dann voll mit Kartoffeln. Alles klar. Und wenn dann nicht viele andere Sachen drin sind, kann man das auch als Füllstoff bezeichnen oder als den Stoff, aus dem das Futter eigentlich besteht. Aber wenn ich einen ordentlichen Anteil Fleisch drin habe und genug Fettträger oder Fettsäuren da drin und dann auch noch Kartoffeln als Kohlenhydratlieferant, was soll daran schlecht sein? Das ist doch kein Füllstoff. Kartoffeln sind sehr gut verträglich in der Regel, gut verdaulich, haben auch einen geringen Proteinanteil und diese Proteine, die da drin sind, die Aminosäuren, die sind sehr, sehr hochwertig. Also das ist kein, was, warum soll das ein Füllstoff sein? Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wie die Leute was aufschnappen, ja? Oh, irgendwo mal gelesen und das dann weiter verbreiten und dann vielleicht ein Futter, wie in dem Fall gestern, ein Futter, das der Hund gut verträgt, jetzt endlich, das war auch so ein bisschen eine Odyssee, da gab es dann verschiedene Futter, die nicht vertragen wurden vorher und auf einmal wird das Futter vertragen und der Hund nimmt zu und dem Hund geht's gut und dann hat man so eine Aussage aus dem Internet im Kopf und aufgrund dieser Aussage
würde man irgendwie oder hat man ein schlechtes Gefühl zumindest wieder und muss nochmal rückfragen, ob das denn so in Ordnung ist. Und da bitte im Internet nochmal sich das wirklich vergegenwärtigen. Im Internet wird allerhand Zeug behauptet. Jeder kann alles behaupten zu jedem Thema, ob jemand Ahnung hat davon oder nicht. Das ist völlig wurscht. Das wird nicht zensiert. Und da seid ihr alle selbst gefragt. Ich bin gefragt, wenn es um meine Themen geht, aber ihr seid auch gefragt, wenn es um die Beantwortung von Fragen geht, die ihr habt zum Futter. Wem hört ihr zu? Ja? Es gibt genug Leute, ja, jeder versucht irgendwie sich positiv darzustellen. Es ist alles gut und es ist auch völlig in Ordnung so. Aber es gibt Leute, die sagen, hey, ich verkaufe ein gutes Futter. Warum? Weil ich Tiere wahnsinnig lieb habe. Das ist super. Das ist wirklich toll. Also, wenn jemand tierlieb ist, das ist eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich Ahnung habe davon, was ein Tier für einen Nährstoffbedarf hat, wie ein Futter zusammengestellt sein muss, wie die Rohwaren irgendwie am besten kombiniert werden, dass am Schluss ein Futter rauskommt, was dann zum Beispiel ein Alleinfutter ist. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun mit dieser Tierliebe. Aber das reicht vielen Leuten schon. Hey, ich bin tierlieb und ich verkaufe euch ein Futter. Von jemandem, der Tiere liebt, zu oder für Menschen, die auch Tiere lieben. Nett, wirklich nett und toll. Super. Bist gern eingeladen zur nächsten Grillfeier. Aber ob du mir was erzählen kannst zu Calcium-Phosphor-Bedarf, zu Proteingehalten, zu Aminosäuresequenz in diesen Rohwaren. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, hat damit überhaupt nichts zu tun, ob du Tiere liebst oder nicht. Also ist nur ein Beispiel dafür. Ja, ich will diese Leute nicht schlecht machen. Das ist, man muss sich nur fragen, was wird einem hier als Expertise entgegengehalten oder verkauft? Und das ist, jeder kann alles behaupten und deswegen seid umso mehr ihr gefragt, dass ihr sagt, hey, Moment mal, wem höre ich da gerade zu? Auch jetzt, fragt euch das ruhig. Ja? Ich bin auch irgend so ein Typ, der irgendwas im Internet erzählt. Geht rein, guckt euch das ein bisschen an und viele versuchen das Problem so zu lösen oder diese Herausforderung so zu lösen, dass sie versuchen, selber Experte zu werden. Ja? Sich immer mehr einlesen. Der Punkt ist, ja, vielleicht wird es dem einen oder anderen gelingen. Aber aus meiner Berufserfahrung kann ich euch nur sagen, dass viele Menschen sich ganz, ganz viel Mühe geben und viel Arbeit machen und am Ende trotzdem die entscheidenden Punkte nicht zusammenkriegen. Und das ist ganz normal. Ich verstehe ganz viele technische Zusammenhänge. Mein Schwager ist technisch total versiert. So. Und der erzählt mir irgendwie, wie eine Maschine funktioniert und so. Und ich kann das immer wieder nachvollziehen, sage, ja, super, das verstehe ich und das verstehe ich und dann das verstehe ich auch. So, aber wenn ich das Ding dann selber bauen muss, dann versage ich. Das kann ich einfach nicht, weil mir technische Ausbildung fehlt, technisches Verständnis in dieser Tiefe, wie es das braucht, um so eine Maschine zu bauen, das fehlt mir halt einfach. Und da bitte bewertet eure Quellen. Das ist das Erste, was man im Studium lernt, in einem Hochschulstudium, dass man sagt, welche Quelle ziehe ich hier heran, um Aussagen zu treffen. Ja? In irgendeinem Blog finde ich irgendwas, finde ich zu jedem Thema jede Aussage, bin ich mir ganz sicher. Jeder schreibt irgendein Zeug zusammen. Aber an euch liegt es, wem ihr vertraut und wem nicht. Und es muss nicht ich sein. Darum geht es nicht. Hinterfragt mich bitte genauso. Aber hinterfragt bitte Aussagen, die irgendwo im Internet stehen. Ganz ein wichtiger Punkt. Ja? Trotzdem freue ich mich, wenn ihr weiterhin anruft. Auch dieses Beispiel von gestern, das ist überhaupt kein Anklagen. Ja? Das ist nicht, hey, warum rufst du an und fragst sowas? Das ist Unsicherheit, die ich ganz oft sehe. Und deswegen habe ich ja auch dieses Video jetzt gemacht. Ruft weiterhin an, wir reden drüber. Und ich hoffe, dass ich, wie gestern auch, dann die Bedenken ausräumen kann. Und
Wenn ich sie nicht ausräumen kann, dann sage ich auch, dass es so ist. Okay? Alles Gute für euch. Macht's gut. Wir sehen uns wieder spätestens am nächsten Donnerstag zur Beantwortung der Frage vom Dienstag. Macht's gut. Euer Dr. Gregor Berg.